Also, Deep Slate Bricks, die sehen gut aus, die behalte ich. Das ist gut, das ist gerecht. Da ist ein Hut, davon wird mir schlecht, oder wie? Gut. Ja, diese blöden Sprüche. Ja. Leiter von Heite. Oh, ich habe einen nagelneuen Bogen von einem Skelett bekommen. Na, das ist ja mal fein. Ach nee, das ist nicht das ist meiner. Ich habe mich gerade komplett geirrt. Ja, kann schon mal passieren. Ja, das ist eine Idee. Das kann man so tun, wenn man das will. So, ich habe heute noch kein einziges Stück oder nur ganz, ganz wenig Gravel gesehen. Das wundert mich eigentlich. Ach, ja. So, ich mache mir jetzt noch drei Spitzhacken. Drei Spitzhacken für Strip, mein Ding. Ach ja. Wenn du wüsstest, wie viel Weizen ich habe, Horsti. Weißt du noch mit Weizen, was du da mal gesagt hast? Wo ist der Weizen? Ja. Alter, das wird immer schlimmer. Du hast es noch schlimmer gemacht, als es original war. Horsti, das. Nein, nein, nein. Und ich grab hier am Grunzgeschwein so völlig unvorsichtig rum. Ja. Ja, das macht's aber nicht besser, Westy. Nein. So. Also nicht die ganze, nicht alles über dem Grundgestein ist Deep Slate, habe ich gerade festgestellt. Das sind nur so Zellen irgendwie. Oh nein! Wo hast du denn den alten Scheiß ausgegraben, Vogel? Also. Ah, wieder Deep Slate, geil. Mach mal Timeset. Ich mach gleich den Brathonki hier. Ja. Horsti, ich werde jetzt gleich mal. Das war so geil im Satisfactory Let's Play. Kann man so sagen. Ja. Ich finde hier aber auch nicht mehr Diamanten als du, Kiosch, bei meinem Strip, mein Ding. Die Diamanten werden ja auch, die Generierungssache von den Diamanten wird ja auch mit dem Update verändert. Da soll ja irgendwie, da hat Waddles irgendwie so eine, also der Let's Player, von dem ich erzählt habe, hat da so einen Test gemacht, wo die meisten Diamanten kommen. Und ich kapiere es immer noch nicht. Das ist alles zu hoch für mich. Ich bin doch nur ein Honk. So. Ja. Ich bin ein Honk und ich grab mir ein Loch. Flash. Gehirn. Gehirn. Ah, ich habe Gravel gefunden. Ha, endlich. Das ist ja mal fiese Kohle in Deep Slate eingebaut. Sieht ja total komisch aus. Ja, Redstone in Deep Slate sieht geil aus, fand ich jetzt gerade, weil das so leuchtet da drinne.
Kohle sieht, wenn man es dann entdeckt, dann sieht das total gruselig irgendwie aus, finde ich. Gruseliges Material. Ich sollte vielleicht meine Festung aus Kohleblöcken mit Deep Slate bauen. Dafür brauche ich dann erstmal eine Spitzhacke mit Dings mit, sag schon, Seitenschlag da. Ja, genau. Behutsamkeit. Behutsamkeit. Jeder braucht ein bisschen Behutsamkeit. Es könnte irgendein bescheuerter Kuschelschlager sein. Ah, geh weiter. So. Ah, schon wieder eine neue Variation davon. Letztes Mal hast du gesagt, ah, geh weiter, aber schnell. So oder sowas ähnliches. Meintest du Tobi damit? Erschreck mich nicht, du doofes Schaf. Das wär aber Hardcore so von mir. Erschreck mich nicht, du blödes Schaf. So, ja. Welchen Ton brauchst du denn? Kammerton A, B oder C oder irgendwas in der Richtung? Ach so. Ich mach dir mal ein. Warte mal, ich mach dir mal eine Symphonie in Schiss-Moll. Nein. 4 und 5. So, damit hätten wir auch 8. Kanton? Da musst du in die Schweiz, da gibt es Kantone. Ja, es wird hier langsam echt schlimm. Ich glaube, ich sollte Feierabend machen, weißt du das? Weil. Mein Gehirn macht langsam hier irgendwie die Biege. Kann das sein? Na geil. Ah, hätte ich gern gesehen. Alles klar. Ja, sowas passiert schon mal. Da kann man wunderbar bei ertrinken. Das macht Spaß. Huber. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Wenn Horsti ertrunken ist, so, haben wir das auch weg. Ja, sowas hatte ich heute auch schon. Dann hätte Horsti jetzt schon geschrien: Hey Leute, ich bin tot. Eine Hitzspack? Kommt mit dem Messer zur Schießerei, echt. Du feige Sau. Ja, haben wir öfter mal. Das haben die eh. Naja, haben wir öfter. Hatte ich vorhin auch schon so einen. Kommt mit der. Du, der ist noch schlimmer als alle anderen. Der kommt nicht mit dem Messer zur Schießerei, sondern mit einer Angel. Ja, so. Ich mache jetzt richtig schönes Stripp, mein Ding. Stripp, mein Ding. Das ist das, was ich täglich sing. Stripp, mein Ding. Oh, Baby. Baby, Baby, stripp, mein Ding. Oh mein Gott. Also. Weißt du, wenn du dieses Geräusper machst, das hört sich wirklich an, als wenn jemand auf Klo geht, wirklich so. Mach ordentlich. Ja, weil du zu viel Milch trinkst, das ist das Problem. Ja.
So, aber das hört sich immer wirklich an, als würde jemand auf Klo sitzen und so richtig so. Ja, so ist das. Kein Scha kein, kein Schaß. Kein Schaß. So. Da hast du keine Chance. So. Ja, mein Kaffee ist schon kalt. Also mein Kaffee, den ich mir in die Tasse gegossen habe, ist kalt. Ich brauche eigentlich so einen Kaffeebecher mit eingebauter Wärmeplatte, wenn ich Minecraft spiele, weil manchmal auch, wenn ich Fallout spiele. So. Ja, letzte Nacht übrigens habe ich dem Kittenkommler schon erzählt. Letzte Nacht habe ich Drakensang aufgenommen. Bis 4 Uhr morgens, glaube ich. Ja, ich habe es gesehen. Ich hab im Discord gesehen, dass du Drakensang gespielt hast. Ja. Das stand da. Ja, ich habe letzte Nacht habe ich Hammerberg platt gemacht. Ich habe den Soremann und seine Piraten letzte Nacht weggekillt. Also einmal die Zwergenbinge gemacht am Anfang. Übrigens, die Rätsel, wenn man sich ein bisschen in Drakensang auskennt und ein bisschen gehört hat, warte mal kurz, 3, 4, 5. Also wenn man ein bisschen sich damit auskennt, zum Beispiel also Frauenname, beliebter Frauenname im Kosch, Niam, ne, hab ich sofort an Niam Süßen gedacht, Mutter Süßen, Niam Süßen. Dass es der große Fluss heißt, das weiß ja wohl jeder. Redet ja auch jeder von. Also ich habe sie alle auf Anfang an. Und dann habe ich rausgefunden, dass der Typ halt No-Go-Area heißt. Ne? Ja. Ja, und dann war das gegessen und dann habe ich den Soremann platt gemacht. Und das ging so scheißen einfach. Ich hatte richtig Mitleid mit den doofen Piraten vom Soremann. Sogar die Marus, und der Soremann selbst auch. Also das ging so leicht. Ich habe gesagt, Leute, ich gehe hier wirklich durch diese Welt hier wie so ein heißes Messer durch Butter. Es ist unglaublich. Den habe ich noch nicht. Da muss ich mal schauen, wo der überhaupt ist. Ja, natürlich. Aber ich muss auch immer wieder sagen, auf Schwierigkeitslevel easy ist einiges schwach, ne? So kann man einer Timeset machen oder wollen wir schlafen? Ja, gut dann. Gut dann. Hau rein. Ja, hast du gerade ins Bett geschissen? So, also niemand legt sich normalerweise ins Bett und macht. Ja. Ja. Brüx. So. Ja, so langsam wird das ja hier mit meinen Pfeilen. Also ich bin einigermaßen. Bei mir sind es jetzt 14 und ich habe schon ein paar abgeschossen. Also insofern. Ich müsste mir eigentlich, jetzt müsste ich auf Hühnerjagd gehen. Das wäre auch gar kein Problem bei mir hier auf der Insel, weil hier so viele rumeiern. Tod! Was? Du hast Tod? Nu. So, Deep Slate Bricks ohne Ende. Ich komme hier langsam da an, wo ich hin will, nämlich im Irrenhaus. Warte mal, Deep Slate Bricks, das ist doch noch nicht die endgültige Version. Was ist der Unterschied zwischen Deep Slate Tiles und Deep Slate Bricks?
guck mal. So, ich setze mal zwei Deep Slate, einen Deep Slate Tile und einen Deep Slate Brick nebeneinander. Ja, die Tiles sehen ein bisschen geiler aus. Das sind solche eng gesetzten Ziegel mit mehreren Farben. Das gefällt mir. Man könnte sie natürlich auch gemischt setzen, aber ich hasse solche Dinge. Ich weiß, es gibt Leute, die alles Mögliche, solche Sachen mischen, so wie. Dann gerissene Ziegelsteine und andere Dinge, aber ich bin da nicht so der Fan von. Gut. Haben wir es jetzt? Ich betone das. Ja, und? Ja, irgendwie kann es das geben, ja. Okay, Alter, ich komme hier voran. Ja. So, Zeit, das Getreide abzumähen. Mäh. Kukurukuku. Ah, das Huhn bietet sich mir so dirnenhaft an. Ich glaube, ich muss das mal killen. So. Du hast aber irgendwie mit der Axt, ne? Also, wenn ich demnächst höre, dass irgendein Axtmörder irgendwo in Sachsen rumgelaufen ist und ganze Familien gekillt hat, dann weiß ich, wer es war. Duck Gavin. Oder bist du so ein ganz friedlicher? Naja, kein Psychopath, sagt ihr. Natürlich bin ich, außer ich, ne? Ich bin der einzige Psychopath, der den Leuten reinen Wein einschenkt und sagt, natürlich bin ich ein Psychopath. Hallo ihr kleinen Kinder, kommt zu mir, zu meinem dunklen Van. Ich habe Schokolade und Bonbons für euch. Alter, nee. Also, ich sag ja auch immer, einen wird's geben. Insofern muss man vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Ne? Nicht, dass sonst findet man sich eines Tages irgendwie in einem Verhörraum wieder, wo ein Mensch sitzt mit einem Klemmbrett und sehr interessant, Herr Wolter, reden Sie weiter, sehr interessant. Ja, alles schon da gewesen. Jetzt habe ich schon wieder zu viel verraten. Jetzt muss ich euch leider töten. So. Seit Hühner umfallen. Tot. Kohle im Wasser gibt es doch schon ewig. Genauso wie Häschen in der Grube. Okay, ich will diese ganze Insel hier in eine Festung umwandeln und ich fange am hinteren Ende an. Von hinten. Er hat von hinten gesagt, ja. Alter. Aber das ist schon irgendwie lustig mit dem, er hat von hinten gesagt, ja. Warum wir das lustig finden, liebe Leute, schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja, hat es etwas mit dem After zu tun? Es gibt... Wer weiß, der Chinese weiß das. So. Akazelholz. So. Warte es mal kurz. Ich muss mich wieder muten, Leute. Diesmal nicht. Ah. Nee, aber so hörte sich das an. So, wartet mal, Leute. Ich muss mich wieder muten. So.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so fröhlich bin? Warum bin ich so fröhlich? Ah, du kennst das? Du kennst das? Du kennst das? Hermann van Veen. Ich fand Alfred Jodocus Quack fand ich gut. Ja. Auch heute könnte ich es wahrscheinlich nicht mehr schauen, aber als Kind war es einfach wundervoll. Das kann man ja durchaus gucken. Es ist ja auch im Endeffekt, also ich muss sagen, SpongeBob ist manchmal für meine Begriffe viel zu sehr für Erwachsene geeignet. Also, aber noch schlimmer waren solche Sachen wie Ren und Stimpy. Begriff? Oh yeah. Dann, herzlichen Glückwunsch, guck's dir an und du findest sicherlich was auf YouTube. Ja. So, liebe Freunde von Heite, Leute von Heite, ich bin gerade am Überlegen. Ja. Es geht wieder los. Es geht wieder los mit dem Kistenchaos. Ja. Ich muss gleich schon meine dritte Kiste bauen. Sonst kann ich nichts mehr wegpacken, Horsti. Das glaube ich dir sogar. Das glaube ich dir sogar. Ich baue jetzt meinen dritten Ofen auf, aber der Horsti hat sechs. nee, man sagt mu, 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 mu. Irgendein verschissener Endermann hat mir hier schon wieder einen Klotz hingesetzt. Von Heide. Huiz. Leiter von heute, ich mach mal kurz eine Pause. Ich bin in ein paar Sekunden wieder da. Ich schalte auch gar nicht erst die Aufnahme ab. Falls es Nacht wird, wer von euch ist ja. Okay, bist du gerade draußen? Okay, also falls es irgendwie Nacht werden sollte, bitte auf Tag setzen. Ich verlasse mich auf dich. Also bis gleich.